Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, neu Bartels Hagen. War ich auch noch nie. Müssen wir jetzt mal gucken, was da so los ist. Ich bin doch total vertraut. Aha. Ein Groscherhof, oh, aber mit Unkraut an den Rändern. Das mag der Diego. Oh, ich habe aber gerade schon... Weil es war wieder kein... Au! Jesus. Ich habe... gerade die Bilder schon gesehen. Es war wieder kein PDA-Map dabei. Das sieht noch richtig geil aus hier. Das ist so ein Ostauto, aber der hat so ein bisschen was von so einem alten Opel-Rekord, oder? Oder ein Ascona A? Irgendwie so hat er so ein bisschen was davon, ne? Ist aber ein Ostmodell, oder? Naja, nee, das ist... Vorne könnte es auch ein Ami sein. Mein erstes Auto hat übrigens diese Farbe. Original, diese Farbe. Pistaziengrün. Mhm. 400 Mark für bezahlt. Geile Karre. Schrott gefahren natürlich, ne? Wie sich das gehört. Sehr schön. Sind mal, kann das Dach hier, ist das, muss das so? Ist eine Belüftung hier drin? Das habe ich noch nie gesehen. Ist ja geil. Dann geht immer schön der Wind unter das Dach. Das ist nice. Also auch im Real Life ist das nice, ne? Oh, ich sehe die PDA schon. Ich kriege einen Brechreiz hier. Was ist? So, eine schöne Tanke. Eine schöne Dieseltanke. Oh, ist das mein Joskin? Hüpp mal. Oh. So eine Mu. Diese Schweine. Das ist ein Schwein. Mu. Das ist ein Schwein. Mu. Schwein. Schweinemu. Oh, hier sind Löcher. Aufpassen. Sind hier die Schweinemus? Nee, sind die Mus. Also laut Karte sind hier die Mus. Ein Hotter Hü. Oh, das sind sogar die von Farmer Andy, die sich bewegen können. Kannst du dich bewegen, Hotter? Juhu! Ja, fein! Ja, ist ja nicht schlimm. Junge, hier sind die Mus. Sind die Standard-Mugus. Da haben sogar krass im Stall. Die edlen Tierchen. Aha. Wir haben gute Fuß hat. Hier liegen ein paar Reifen. Überall wächst Unkraut. Mag der Diego. Oh, hier ist aber ein bisschen viel Gras im Silo. Oh, ne. Okay, ne. Dann will der Unkraut haben, dann ist es so viel. Ja, ich weiß. Ich bin schlimm. So, sind das hier die Mörs? Oder sind die nur falsch platziert? Guck mal, der macht richtig Galopp. Ruhig, Fiori, ganz ruhig. Nee, das sieht aus, als wenn hier die echten Schafe sind. Ich bin noch nie so lange mit der Map gerannt. Ich bin schon völlig fertig, YouTube. Mir hängt schon die Lunge aus dem Hals hier. Ich habe mir gleich die Hand verbrannt. Scheiß Brennnessel hier vorne. Elendige. Ah, das tut weh. Oh, guck mal, hier hat ein paar Bretter dran genagelt. Ich weiß nicht, ob das dieser Trog ist. Irgendein Trog, da hauen die Tiere mal ab. Ich weiß nicht, ob das der ist. Auf jeden Fall sehen die sehr dran genagelt aus, die Bretter. Kann auch sein, dass das Standard ist. Aber hier sind die Mörs. So, wir seppen mal. Jo, da hat er aber gerade gelackt. Hat er da aber. Jesus, ist das hier mein Händler, oder? Also, dich kann ich schon mal mitnehmen. Bist du auch? Oh. Ist der Hochstand umgefallen? War dann windig hier letzte Woche oder was? Ach, du bist Deko? Nee, du bist keine Deko. Ich kann dich auf jeden Fall mitnehmen. Oh. Was ist das denn hier für ein Örtchen? Ach, dann gehört dieser schäbige Pickup bestimmt auch mir. Der Hochstand war müde, hat er sich hingelegt erstmal. Was soll denn das hier sein? Ich komme was ab. Ablagern. Das ist aber gar nicht mal so schlecht hier. Ich muss mal einmal die PDA im Ganzen an. Oh, Alter Schwede, was ist denn?
das? Das ist die Map des Todes. Alter, was habe ich denn hier? Ich habe genau ein Feld, das ist die 1. Und das ist das einzige Feld, was ich brauche. Die 12 noch. Aus der 2 kann man noch was machen. Die 4 wird schon nervig. Von der 7 machen wir eine Weide. Das ist eine schöne Weide, wird das. Oh, Jut. Oh, was für ein Scheiß habe ich mich hier wieder eingelassen. Ich bin sprachlos, wie ihr hört. Ach, das ist schade, ne? Dass die Bäume da so gleichmäßig so... Ach, das ist nur so schade. Ein Baum, ein Busch, oder was, was hat er da gemacht? Ja. Ein Baum, ein Busch-Party war da vorne. Alter, das ist echt schade. Das tut richtig weh bei dieser Map hier, weil die sonst eigentlich recht schön ist, so. Oh, hier ist hier ein Kompost Master am Start. Aha, aha, aha. Ey, die ist nicht schäbig. Die ist verdammt nochmal nicht schäbig geworden, die Map. Hier kann ich tanken auch. Oh nee, hier muss ich den... Nee, hier kann ich Milch? Das ist, hier wird produziert? Oh, mit dem Scheiß habe ich ja noch gar nicht gespielt. Da habe ich noch gar keine Zeit für. Was kann ich denn hier? Milch, die Gülle? Nee, ich kann hier was vertacken, wa? Oh, da muss ich erstmal die Beschreibung genau lesen. Hier gibt's Wasser? Oder kann ich das hier einlagern? Kann ich das hier lagern? Kann ich hier Milch lagern? Oder was soll das sein? Oh, ich muss das mit der Beschreibung angucken. Uiuiui. Ich hab nur kein... Da war kein PDA dabei und dann habe ich gedacht, dann guckst du mal eben. Ah. Das habe ich jetzt davon. Jetzt habe ich eine Map an den Backen. Können wir Schilder umheizen hier? Oh, ja, ist ja gut. Das war nur ein Test. Voll mittig genommen, das alte Schild. Alter Schwede, ey. Kann der denn wohl die Wiese... Ist das denn wohl... Das ist kein Feld, oder? Ist das wohl ein Feld, die Wiese? Oh, Felder sind noch nicht zum Kaufen hier. Alter, was willst du denn hier machen? Da kannst du... Da habe ich gar keine Maschinen für solche Felder. Wie lange soll das denn dauern, bis du so ein Feld fertig hast? Du musst Multiplayer, 3 Leute in der Reihe fahren. Mit alles, was geht. Oh, ich sehe gerade, die Zeit läuft noch ganz schnell, so. Ja. Knallhart, tue ich mir einen kleinen Kredit drauf hier. Felder kann man sogar kaufen? Ich hatte eben gedacht, die Felder könnte man nicht kaufen. Aber hier ist doch ein Symbol. Mal kurz gucken, ob die Feldmissionen auch gehen. Aber wer macht denn auf so einer Karte Feldmissionen? Okay, keine Mission. Oh, 1,3 Millionen? YouTube. Alter. Wie wir Fachleute zu sagen pflegen. Das ist aber geräumig, der AK-2, ne? Das ist aber auch ein Klavier. Oh, XXL, aber... Mein Gott, aber... Dafür ist alles schön zentral, ne? Du musst hier nicht sinnlos in der Weltgeschichte rumgondeln. Ja gut, verkaufen ist dann ist ein bisschen langweilig, ne? Boah, hier ist was für die Ackerfreunde. Ist Gott, das Förderband schon mir hier? Sieht so aus, ne? Kann der vorne auch lau? Ne, vorne kann der kein lau. Ja, ist ja gut, war nur ein Test.
Tja, YouTube. Was sagt ihr dazu? Allein das kleine Feld hier, was wächst denn hier überhaupt? Wir müssen erst mal gucken. Das ist Ölrettich, okay. Das heißt, den müssen wir dann sofort einflügen. Unterflügen, wollte ich sagen. Ach, guck mal, die 8 und die 9 gehört uns ja auch. Ein bisschen weiter weg und auch total konfus. Stopp, zurück. Und wir haben schon mal richtig... Ach so, ich habe nicht auf schwer geschaltet gehabt. Ich habe nur Mittel genommen, weil, wie gesagt, ich wollte ja nur eben gucken, wie es dem PDA so geht. Eieiei. Tiere wollte ich gucken noch. Ich bin schon am Schlafen. Ist auch schon spät. Ja gut, so haben wir großartig nichts am Start. Tja, YouTube. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ist eine gewaltige Aufgabe, ne? Man könnte jetzt mal gucken, vielleicht... ja. Hey, bei den Feldern... Da kannst du nur Multiplayer machen, oder? Multiplayer und dann alles, was, also, alles, was geht hier. Immer das Größte. Das Größte, was da ist. Oh, nicht meine schönen MB-Trucks. Hier, den habe ich noch nie benutzt, zum Beispiel. Oder er hier. Das sind so die Kandidaten. Mit dem können wir auch mal fahren hier. Ja, die Knicklenker ist nicht so. Der Raupens mag ich auch nicht so. Ja, das war's eigentlich schon. Ich kann immer im Xerion rumblasen. Den benutze ich aber auch eigentlich fast nie so. Was hat der? 400 PS. Ja, immerhin. 400 PS und dann nur alles XXL. XXL-Sachen habe ich auch gar nicht so viele. Fängt ja beim Flügen schon an, ey. Ich habe alles mehr so auf alt und klapprig getrimmt. Gar nicht auf XXL. Aber hier kann man zur Not zwei von den Flügen dran machen. Und dann kann der auch ein bisschen was, ne? Dann hat der auch schon ein bisschen Arbeitsbreite. 8 Meter kann der dann machen, ne? Ich meine, 8 Meter kann der. Ja, 8 Meter kann der. Tja, YouTube. Wie gesagt, da müsst ihr mir helfen bei der Entscheidung. Sollen wir das Ding Multiplayer machen, aber ja, nur zu zweit oder maximal zu dritt, würde ich sagen. Und dann Geld scheißegal und nur XXL. Und dann einfach mal einmal jucken lassen. Könnte man machen. Könnte man machen. So ist die Map jetzt nicht so spannend. Ist nicht schäbig, also was ich so gesehen habe, sehr liebevoll, detailreich ausgearbeitet, das Ding. Also, ja, ich weiß es nicht. Da ist der Case. Noch einer, Junge. Lass mal einmal kurz, ach, da ist der andere Deutz. Schön, mit so einem Kran da drin. Echt nice, ey. Hab ich noch nie gesehen, die Halle. Das ist unser Dreschkasten auf der Map. Ja gut, wir haben nicht mal Getreide. Und das war's auch schon. Tja, YouTube. Müsst ihr mir sagen, wie ihr das gerne hättet? Ich bin da halbwegs flexibel. Vielleicht hat euch das Video auch gefallen und wir gucken nochmal ein anderes Video zusammen. Diego ist draußen und sagt, habt euch lieb.